Ja, ich denke, er hat damals etwas eingeleitet in den 60er Jahren mit, also vor allem diese die Exploding Plastic Inevitable. Das war ein Event, wo das sozusagen der erste Multimedia-Event war, das er heute dann später in der Popkultur irgendwie als Anfang eigentlich gesehen wurde für solche Party-Events. Ja. Das, was ich am spannendsten dabei fand, war vor allem bei seinem filmischen Schaffen, dass er, Mitte der 60er Jahre, dass er sozusagen die Superstars, die zu ihm gekommen sind und seine Filme mitgemacht haben, dass die weniger narrativ waren, sondern er hat sehr viel erzählt über Körpersprache oder über die Eigenart der Personen. Und ich glaube, das kann man sehr gut in die heutige Zeit übersetzen mit diesem Overflow, was in sozialen Medien passiert momentan. Wir nennen ja unsere Serie Imploding Portraits Inevitable, also mit Zug auf die ganzen Bilder, die durchs Internet schwirren halt und mit Leuten, die sich eben permanent auf Selbstoptimierung aussehen. Und das ist ein Overflow und wir behaupten halt, es kommt zu einer Implosion dabei. Ich sehe es aber weniger jetzt als Kritik, sondern einfach nur als Bestandsaufnahme des Ganzen. Und wir benutzen eben diese Zeit, um sozusagen in Metaphern auch hier das nochmal nachzustellen. Die Darsteller sind cool drauf, sie haben lange dran gearbeitet und ich schaue ihnen einfach irrsinnig gern zu und ich glaube, es ist etwas, was wir sind mit dieser ganzen Serie, jetzt ist der zweite Teil mittlerweile der Serie und ich glaube, wir sind mittlerweile in der Jetztzeit angekommen, also die Geister von damals werden immer weniger und unsere Geister tauchen immer mehr auf hier.